League zum Einsatz kommt. Und was ist das? Ist das ein Tor? Jawohl, das ist das 1:0 für Clermont. Auf kuriose Art und Weise gehen die Spieler von Clermont hier in Führung. In der 5. Spielminute erzielt Motte seinen 7. Saisontreffer. Da kommt die Scheibe aus der Luft zu ihm und da schießt er einfach mal Richtung Tor und Schlegel sieht hier gar nicht gut aus, hat oben offen und kann die Scheibe dort blockieren am Rücken. Ja, der Treffer ist noch nicht bestätigt worden. Es gibt eine Videokonsultation. Hier kommt die Szene noch einmal. Also so wie das aussieht, blockiert Schlegel die Scheibe auf seinen Rücken. Er muss sich jetzt also am Monitor davon überzeugen lassen, dass die Scheibe nicht drin gewesen ist. Und wenn er keine richtige Perspektive sieht, dann muss er das Tor geben. Und das Tor zählt. Ablanau. Tor! Das ist das 2:0 für Clermont. Ein Bulli-Tor. In der 12. Spielminute fällt dieser Treffer. Ablanalp hat abgedrückt, aber womöglich wurde die Scheibe noch abgelenkt. Chavaya mit dem Päschen rüber und dann landet die Scheibe oben links. Und Torschütze ist effektiv nicht Ablanalp, sondern Sandro Schmid. Also Pablo. Und Arcobello, Tor, das ist das erste Tor der Berner. Und damit verkürzen diese auf 1:2. Das Tor fällt in der 24. Spielminute. Es ist das 9. in dieser Saison für Arcobello. Zuerst Pratlon mit der Vorarbeit, der Stopper. Dann legt er die Scheibe rein für Arcobello. Der hat ein gutes Timing. Ist ganz alleine Stalter, der Verteidiger kommt zu spät, um noch zu stören. Und dann können die Berner jubeln. Bückhoff. Und da fällt noch ein Berner hin, Sprung, Bückhoff, Tor! Wunderbar herausgespielt, 3:1. Wir haben einen neuen Spielstand in Spielminute 26. Freiburg hat den 2-Tore-Vorsprung wiederhergestellt, Bückhoff mit seinem 3. Saisontor. Da fällt Andersson hin, allerdings war da noch der Stock von Stolberg im Spiel und dann kommt eine super Abschlussgelegenheit von Freiburg. Szenenapplaus, wenn Walser die Top-Chance hat und er erzielt hier das 4:1 und das könnte die Entscheidung sein. Rund 10 Minuten vor dem Ende des 3. Drittels kommt der 4. Freiburger Treffer von Walser. Für ihn ist es der 3. in dieser Spielzeit. Hier Rossi mit dem Pass, Walser versucht es ein erstes Mal und im 2. Anlauf spielt er dann die Scheibe an Schlegel vorbei. Hier landet die Scheibe im Tor, die Berner schauen zu, wie Walser viel Zeit und Raum hat. Dann ein Flüchtigkeitsfehler, Stolberg übernimmt das leere Tor, trifft er und jetzt haben wir sogar noch ein 5. Tor. Stolberg ist damit Doppeltorschütze an diesem Wochenende. Gestern erzielte Stolberg den entscheidenden Treffer in der Overtime und heute ist es womöglich auch der letzte Treffer im Spiel für Clermont, aber es ist einer ins verlassene gegnerische Gehäuse.